So, 3, 2, 1, willkommen zu Farm Manager 2018. Das könnte Folge 15 sein. Kapitel 3, ein Hauch von Modernität. Das Ministerium für Landwirtschaft hat hier einen Zuschuss für den Kauf von Agrarmaschinen und die Modernisierung deiner Farm gewährleistet. Beginne mit dem Bau eines Parkplatzes für deine Maschinen. Fortfahren. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz langsamer machen. Denn hier müssen wir mal schnell ernten. Arbeiten. Ich habe noch zwei Arbeiter frei und die werden mal hier pflügen. So. Scheiße, wir haben ja richtig Geld. Wir haben ja mal richtig Geld. Okay, dann. Ich glaube, da leiste ich mir mal das kleine Entenhäuschen. So, pop. Ich soll mir einen Parkplatz bauen. Parkplatz. Wie groß ist denn so ein Ding? Parkplatz wird wahrscheinlich Lager sein. Sonstiges. Pumpe? Nö. Parkplatz. 50.000? Ernsthaft? Ja, komm. Machen wir hier vorne gleich ans Feld ran. Vier Tage bis zur Ernte hier. Irgendwelche Tiere wollen schon wieder fortgepflanzt werden. Jetzt gucke ich mal. Kleiner Stall für Kühe. Mittlerer Stall. Züchte Enten. Viermal. Hühner verkaufen. So, boah. Drei Tage, dann muss das Gras gemäht werden. Moment, dann kann ich doch erhöht die Ausdauer meiner Arbeiter um 30%. Das könnte richtig geil werden. Parkplatz bauen wir hier unten. Da hinten der Geflügelstall ist fast fertig. Parkplatz ist fertig. Okay. Jetzt muss ich ja richtig Maschinen kaufen, wie es ausschaut. Ein Hauch von Modernität, immer noch Kapitel 3. Wenn du jetzt genügend Parkplätze hast, dann musst du sie füllen. Kaufe einen Rega-Traktor, eine Pflanzmaschine sowie einen Kastenanhänger. Kaufe einen Rega-Traktor. Okay, ich habe keine Ahnung, was ein Rega-Traktor ist. Kastenanhänger. Pflanzmaschine. Für Obstanbau. Okay. Aber als erstes möchte ich hier einen Betreuer auswählen. Und zwar habe ich gerade niemanden frei. Ist aber ärgerlich. Denn ich möchte hier aber Enten haben.
Oskar Seehofer. Tiere. Okay, der hat wohl noch ein bisschen zu tun. Gut, dann kaufen wir halt den beschissenen Rega-Traktor. Wo? Maschinenbörse. Traktor Rega, neu. Wollt ihr mich verarschen? Okay, das ist billig. Kastenanhänger. Okay. Kaufen. Garage wählen. So. Dann ein Kastenanhänger. Kaufen. Und eine Pflanzmaschine Obstanbau. Kaufen. Scheiße. Jetzt haben wir Maschinen. Ein Hauch von Modernität. Die Zeit der ersten den ersten Obstgarten zu pflanzen. Bäume haben diese Eigenart, dass sie lange wachsen. Wenn du ihnen aber genügend Aufmerksamkeit schenkst, dann werden sie dir über viele Jahre dienen. Kaufe junge Bäume und pflanze sie mit Hilfe deiner neuen Maschinen. Auf zur Arbeit! Pflanze einen Apfelbaum auf dem Feld. Leute, ich habe hier schon eine Apfelplantage. Okay, Moment. Kann ich das zufällig kombinieren? Wenn ich ein Feld anlege, das meinetwegen von hier. Wo. Oh Gott. Gott, ist das groß. 1,5. Wie groß muss das Feld sein? 0,137 Hektar. 0,137. 1, 3, 5, 1, 4. Okay. Erstelle ein Feld. Erfolg. Das gibt Geld. So. Pflanze einen Apfelbaum auf dem Feld an. Muss ich das mit einer Maschine machen? Scheinbar nicht. Wenn ich jetzt Apfelbäume, brauche ich 36 Stück. Gut, das lassen wir mal. Wir bauen uns irgendwo ein kleines Minifeld an, wo wir genau einen Apfelbaum pflanzen. Wie wär's hier? Okay, da geht's irgendwie dummerweise nicht. Gut, dann machen wir hier ein mini kleines Feld. So. 10x10, kleiner geht's nicht. Wobei, komm, das kriege ich doch hier hinten hin. So. Und hier pflanzen wir
kaufen zwei Stück. Ein Apfelbaum hin. So, lassen wir die Zeit vergehen. Produziere Ziegenmilch, ja, das ist noch so ein Ding. Wo ist der eine Kollege? So, Traktor ist gekommen, schön. Da kommt unser Hänger. Noch schöner und hier unser anderes Dingsbums da. Obstpflanzhänger. So, mal schauen, sind die Apfelbäume jetzt schon da? Nein, leider noch nicht. So, warte, wir haben jetzt zwei. Was ist das? War das die Ernte? Noch ein Tag. Ja, läuft's noch? Wird überall schwer gearbeitet. Apfelbaum. Ich habe niemanden. Ich habe keine freie Leute mehr. Alle tummeln sich gerade irgendwo rum. Wer ist gerade frei geworden? Erdbeeren geerntet, so Betreuer auswählen. Ihr nicht. Ihr pflanzt mal ganz schnell hier einen, zwei Apfelbäume. So, arbeiten. Oh, und hier ist Ernte angesagt. Puh. Was gibt's denn noch so für Maschinen zu kaufen? Feldspritze, Wasseranhänger, Güllefass, Mähwerk. Mähmaschine. Steuer, Pflanzmaschine. Sammelrechen. Okay, hier gibt es richtig viel Fahrzeuge. Aber ein Problem. In mein Angestelltenhaus passen nur 8 Angestellte rein. Das bedeutet, ich brauche ein neues Angestelltenhaus. Wohnhäuser. Für Angestellte 30.000. Das ist ja schick. Scheiße. Okay, ja. Wen haben wir da? Wenigstens zu zweit hier zur Ernte schicken kann aufs Feld.
So. Drei fertig. Okay. Jetzt Ernte. Du, du, du. Arbeiten. So. Scheiße, ich komme hier nicht nach. Ich darf nicht so viele kleine Felder haben. Ich muss größer denken. Apfelbaum auf dem Feld, ja. Habe ich doch. Pflanze auf dem Feld an. Haben wir gemacht. Muss ich das mit der... Pflanzmaschine machen, oder was? Pflügen. Ich habe keine Leute. Scheiße. Riesenproblem. Ich hätte den echt hier mit der Pflanzmaschine machen müssen. So, Hühner, wie sieht's bei euch aus? Hier muss ich doch schon wieder ein paar verkaufen. Komm, Arbeit abbrechen, ja. So. Einer geht hier rein und zwar er. Tiere. 7. Kaufen wir mal 15. 20 Enten. Erlaubte Nahrung, Weizen von mir aus. Und hier wollen wir düngen, da gehst du mal drauf. Mit Mist arbeiten. So, und wenn ich dir jetzt mehr Ausdauer gebe. Ist dein Geld trotzdem noch das gleiche? Gut. Boah, verdammt. Bodenqualität. Vielleicht kann ich hier Apfelbäume pflanzen. Jetzt kommen erstmal meine Enten. Dann mache ich hier Sonnenblumen oder irgendwelchen Scheiß. So, wie sieht's aus? Die Enten kommen. Wir haben 10.000 Euro irgendwo verdient. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wo. Mir soll's recht sein. Also jetzt machen wir ein bisschen schneller hier. Tempo. Die Enten, die haben noch ein bisschen Zeit. Ziegenmilch. 2.6. Hm.
Ziegenstall kriege ich wahrscheinlich nicht so schnell hin. Tiere verkaufen. Automatisch Anruf bis Samungsgerät, ja. Also machen wir. So, hier läuft die Ernte. 18 Tage noch, 14 Tage noch. Pilze auf deinem Feld, wo? Da spritzen, Pilzmittel, Pilzmittel kaufen. Okay. Meine guten Erdbeeren. Rette die Erdbeeren. So. Komm. Spritzen gegen Pilze. Du. Arbeiten. Uiuiui. Jetzt geht uns echt die Puste langsam aus hier. Hier wollen wir dann Apfelbaum kaufen. Wenn das jetzt das Feld zu klein ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, hier wird gegen Pilze. Was wird aus 22 Enten? Da wären 23, 26. Okay. Der Kurier konnte Arbeiter Konstanze Krupp nicht finden. Okay. Konstanze Krupp. Konstanze Krupp. Machen wir ein bisschen langsamer hier. Gute Konstanze ist da hinten. Da. Sendung liefern. So. Huiuiui. So, das scheint alles schon gemäht zu sein. Jetzt müssen die das nur noch zusammen machen hier. Schön macht ihr das. Aussaat. Der Apfelbaum mit Maschine. Dieses Feld ist zu klein. Okay. Schulung beendet. Ja. Apfelbaum kaufen. Gut, jetzt habe ich einen riesen Apfelbaum, Apfelfeld bald. Hier pflanzen wir dann halt Sonnenblumen an. Kaufen. Mir steigt gerade alles über den Kopf. Ich will noch Ziegenmilch produzieren, aber so ein Ziegenstall ist teuer. 18.000. So. Jetzt können wir aber hier Sonnenblumen. Machen. Hühner. Ob das irgendwo geht, dass man das automatisieren kann? Immer bis auf 22 Tiere wieder zu verkaufen. So. Enten. So, schön, schön, schön. Ernte läuft. Apfelbäume hier hinten.
wachsen. Hier dauert es ein bisschen länger. So, 12.000. Oh, und ich sehe gerade, die Folge ist viel zu lang. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Farm Manager 2018. Tschüss, ciao, bye bye.